Es ist die Überraschung bei DSDS. Für die kommenden zwei Live-Sendungen kommt er in die Jury, Joachim Jambi. Was er bisher bei Let's Dance gemacht hat, macht der Knallhart-Juror jetzt auch bei DSDS. Wie sehr sich der 57-Jährige darauf freut und worauf er bei den Kandidaten und Kandidatinnen ganz besonders achten wird, sehen Sie oben im Video. Joachim Jambi nimmt neben Florian Silbereisen Platz. Was für eine große Überraschung! In den letzten beiden Live-Sendungen von DSDS bekommt die Jury rund um Florian Silbereisen, Ilse de Lange und Tobi Gard tatkräftige Unterstützung von einem echten Juryurgestein. Let's Dance-Juror Joachim Jambi wird am Pult Platz nehmen und die Superstars von morgen auf Herz und Nieren prüfen. Und dabei will sich der Juror stets treu bleiben. Schließlich ist Jambi bei Let's Dance für seine Strenge bekannt und das soll sich auch bei DSDS nicht ändern. Uns verrät er, Jambi bleibt Jambi. Der wird sich nicht verbiegen, um nett zu sein. DSDS Staffel 2022 mit Gastjuroren in den Live-Shows, neben Florian. Ilse und Tobi sitzen 2022 in den Live-Shows auch immer Gastjuroren am Pult. Während Thomas Anders die Superstar-Anwärter in der ersten Show unter die Lupe genommen hat, durfte Sarah Engels in der zweiten Show ran. In Show 3 und 4 wird das jetzt Joachim Jambi übernehmen. Ob er dabei auch genauso streng sein wird, wie immer bei Let's Dance? Das wird sich zeigen.